ich bin also echt total gespannt wie ein Flitzebogen, bis die Säulen endlich freigeschaltet sind. Ja, dann gucken wir uns jetzt nochmal an, ob die neuen Allego-Säulen schon in Betrieb sind. Wir sind jetzt gerade hier am Rhönhof angekommen und es wird jetzt also spannend. So, mal gucken, dass ich jetzt hier nicht falsch fahre. Aha, da steht schon mal ein Verbrenner, sehr gut. Gucken wir mal, ob die Säulen im Betrieb sind. Sieht aber erstmal nicht so aus. Nein, sind nicht im Betrieb. Die Säule ist zwar noch nicht im Betrieb, aber wir gucken uns die jetzt trotzdem mal an. Der Verbrenner, der da auf den Parkplätzen steht, der gehört zu einem Techniker. Und der hat mir jetzt gesagt, dass die Säulen wohl spätestens Ende Januar in Betrieb gehen. Und ich habe auch schon was gesehen, was euch bestimmt auch interessiert. Das zeige ich euch jetzt mal. Die Säulen an sich sind ja schon mal ganz schick. Aber wie gesagt, im Moment leider noch nicht im Betrieb. Aber ich habe jetzt mal mir den CCS-Stecker angeguckt. Und der sieht doch ein bisschen anders aus als an den Ionity-Säulen. Können wir ja gerade nochmal gucken. Da sieht der Stecker noch so aus. Und auch das Kabel erscheint ein bisschen schlanker. Und das hat auch einen sehr guten Grund. Ich hoffe, ich kann das jetzt einfangen. HPC 400, 1000 Volt. Mit anderen Worten, ich hoffe, ich kriege das scharf. Mit anderen Worten, mit dem Lader wird dann tatsächlich mal die volle Leistung möglich. Da kann ich dann also mal antesten, was der Kona tatsächlich kann. Wichtig wird sein, dass ich den Akku warm genug habe. Aber das ist dann also die nächste Aufgabe, diesen HPC-Lader, sobald er in Betrieb ist, dann mal mit dem Kona testen. Hier ist dann übrigens auch noch ein Shademo-Anschluss mit dabei, was natürlich wirklich super ist, dass daran noch mit gedacht wurde, weil beim Ionity-Lader ist nämlich nur CCS dabei. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich zeige euch auch gerade noch mal, dass hier sogar auch noch Typ 2 vorhanden ist. Ich dachte, die hätten alle Säulen abgebaut, aber hier haben wir doch nochmal einen Typ 2 Stecker. Den kann ich jetzt nicht rausnehmen, müsste die Säule freischalten, das mache ich jetzt natürlich nicht. Und ich freue mich schon, wenn die Allego-Säulen endlich in Betrieb sind. Und versprochen, sobald sie es sind, mache ich den, ja, wie nennt man das, Lackmustest mit dem Kona. Ja. Das war dann mein Besuch am Rhönhof und die Aktualisierung. Ich bin also echt total gespannt wie ein Flitzebogen, bis die Säulen endlich freigeschaltet sind. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.